Freunde, was geht ab? Willkommen zur dritten Vorfreude-Tour. Ich habe mir wieder die Mühe gemacht, sage ich jetzt mal, ein bisschen was Kleines, Süßes rauszusuchen. Wir haben ja auf jeden Fall ältere Funke D-Böller, die sind jetzt von 2016. Wir haben die Neuheiten von Funke Blumenfontänen, wir haben von Dumbum die Reibkopfknaller in P1, wir haben Pech und Schwefel von Pyroland, die El Monstro von Dezibul, wir haben die Orchidee von Argento, Rubin von Argento, den Wind von Panda und die Fascinat-Raketen von Pyroland. Da würde ich sagen, das ist so eine schöne Mischung. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und gehen gleich raus. So, jetzt hier die F2-Variante von 2016, wie versprochen, für die Vorfreude. Ja, das ist noch das alte Funke-Design, falls euch das noch was sagt. Also so sahen sie mal aus. So kenne ich sie noch. Und das neue Design, ja, sieht besser aus. So, und schauen wir mal, was die F2 jetzt noch drauf haben. Die lagen jetzt natürlich auch schon wieder 6 Jahre rum, ne? Muss man ja auch mal so bedenken. Hey. Knallen tun sie noch gut. Oh ja, der war dumpf. Extrem dumpf. Und der letzte. Hey, der war wohl auch perfekt. Schöner Schlussknall. So, dann haben wir hier die P1-Variante mit 0,5 Gramm. Wie gesagt, der Reibkopf. Verarbeitung sehr gut von dem Reibkopf her. Ja, also ich muss sagen, ich höre da einen deutlichen Unterschied. So, und der letzte für euch. Ja, also für P1 sehr stark. Kann man echt mal mitnehmen. So, jetzt die Blumenfontänen. Wenn ich das vorab, dann werde ich nie in der Stadt fahren. Ich will hier sagen, Eisenbahnstraße. Das ist auch wieder. Ach, da hüpft noch andere Ecken in Leipzig. Der ist doch krass. Hier selber. Oh, wir haben jetzt noch was. Die Lilane? Ja. Da kommt die Lilane raus. Die ist so kleine Lilane. Ja, das ist total. Das ist sehr schönes Blau gewesen. Gleich mal die nächste. Ja, lila Blau, ja. Kornblumenblau. Sehr hübsch. Und die nächste. Und die letzte im Set. Pech und Schwefel. Oh.
Da lacht sie. So, jetzt hier die Single Shots für die Vorfreude. Sind einfach von vorne nach hinten dann immer einzeln weg. Oh. Ah, das ist wieder. Boah, voll in Kobrin. Der nächste. Eine Ausbreitung, das kriegst du nicht drauf, ey. So, der dritte. Ich brauche auch das Licht für den Fokus jetzt. Aber irgendwie kommt mir das gerade vor, als ob das alles drei die gleichen sind. Zum mal den letzten online. Alle bis jetzt Quackling und... Ja, eigentlich müssten es vier verschiedene sein. Eigentlich. Alle die gleichen. Alle die gleichen, ja. Ich dachte, das sind unterschiedliche. Jetzt machen wir hier den Panda Wind zur Vorfreude. Viel Spaß mit den kleinen Kreischern zwischendurch. Gut, wir zünden jetzt die Orchidee. Eine schöne 13-Schuss-Batterie in Gold gehalten. So, jetzt haben wir hier noch für die Vorfreude die kleine Rubin von Argento und los ging's. Steht es auch ordentlich. Jetzt haben wir noch die Faszinat-Rakete. Oder dreht er um? Ist aber gut. So, weiter geht's. Was sagst du? Rutscht, Thomas. Ja, der hoch. Ach so, du! Ja! Ich dachte, ich bin gemäht, aber ich heiße nicht Thomas. So, wir machen weiter mit den Raketen. Es tropft. Oh, Brokatkrone zu rote Spitze. So. Theoretisch, wenn die jetzt hoch ist, müsste es schon die nächste anziehen. Und die nächste. Ah, die wollte nicht so. Oh, schön. So, die letzte aus dem Set. Schöne Rakete.